Yo Leute, was geht? Wir sind heute mal wieder mit Franklin in GTA 5 am Start und heute haben wir ein sehr nices Business-Konzept, Freunde. Und zwar werden wir verschrottete Fahrzeuge auf den Straßen von Blaine County und Los Santos aufsammeln und zusammen mit Simeon und Lemar, Leute, werden wir dann einfach ein neues Business-Modell schaffen, Leute. Wir werden diese Fahrzeuge aufsammeln, reparieren und dann wird Simeon sie in seinem Laden verkaufen und wir bekommen dann halt unseren Anteil. Und hoffentlich finden wir sogar, Leute, ein ultra teures Fahrzeug, vielleicht ein Supersportwagen oder irgendwas anderes. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was für Schätze wir in Blaine County finden werden, Leute. Und dazu brauchen wir natürlich auch einen riesigen Abschlepper, Leute. Und diesen Abschlepper werden wir dann natürlich verwenden können in dieser Mission. Und dazu müssen wir uns erstmal umhören, was es hier wirklich für Orte gibt, wo diese verschollenen Fahrzeuge sind. Und uns erstmal so ein bisschen einspielen, Freunde, in dieser Mission. Vergesst natürlich nicht, alle Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, einen Daumen nach oben dazu lassen. Und Leute, lasst gerne ein Abo da. Über 60% haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Deswegen drückt kurz auf den roten Abonnieren-Button. Und dann haben wir, Leute, bald die 900.000 Abonnenten. Es ist unfassbar krass. Vielen Dank für den Support die letzten Tage. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns auf die Suche nach den Schätzen in Los Santos. Bevor wir eigentlich starten, willst du ein erfolgreicher Investor werden, obwohl man keine Ahnung hat, wie man mit Immobilien handelt? Das geht, Freunde, jetzt ganz einfach in Landlord Go. Mit diesem Spiel könnt ihr quasi von so einem Typen, bam, zu einem erfolgreichen Investor werden. Landlord Go, Freunde, ist ein kostenloses Mobile-Spiel, das ihr euch jetzt herunterladen könnt. Und in diesem Spiel geht es darum, Leute, dass ihr Immobilienanteile kaufen könnt. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ey, yo, ID-Zock, das ist doch viel zu kompliziert. Wie kann ich darin erfolgreich werden? Leute, es ist ganz einfach. Ihr könnt zum Beispiel zu echten Gebäuden, Denkmälern oder Läden gehen, begebt euch dorthin, klickt an Icon an und ihr könnt euch dann Aktienanteile bzw. Anteile an dem Unternehmen oder an dem Gebäude kaufen. Und daran verdient ihr ganz einfach Mieteinnahmen. Ein Insider-Tipp ist, Freunde, kauft euch mehrere Objekte mit der gleichen Farbe. Dann erhaltet ihr übrigens Boni. Das ist ganz wichtig. So, Leute, ich würde sagen, jetzt kaufen wir uns mal ein richtig teures Gebäude. Und zwar den Rheinturm in Düsseldorf. So. Okay, Leute. Und für 1000 Aktien. So. Und, Leute, wir haben uns das Ding jetzt gerade gekauft. Also, ich glaube, Eintritt ist kostenlos hier. Ihr habt euch die Gebäude also gekauft und jetzt könnt ihr ganz einfach abwarten und das Geld für euch selbst arbeiten lassen. Kassiert eure Miete, um davon wieder neue Gebäude kaufen zu können. Ach, ich sehe gerade, Leute, ich habe wieder eine Million gemacht. Perfekt. Wenn ihr das Glück hattet, eine der begehrten Immobilien oder Häusern zu kaufen, wie ich zum Beispiel, dann könnt ihr diese, wenn ihr wollt, zu einer Aktion hinzufügen, mit denen ihr quasi noch mehr verdienen könnt, weil Leute darauf setzen. Und Leute, ich sag's euch, da kann man ganz viel mit verdienen. Und ihr alle wisst ja, Freunde, wir befinden uns in aktuell einer Zeit in der Pandemie. Und da hat Landlord Go natürlich auch mitgedacht. Es gibt nämlich sogenannt das Covid-Feature. Das ist nämlich ein Makler, Leute, den ihr für euch heraussenden könnt, um das Spiel von zu Hause aus spielen zu können. Und ihr könnt euch einfach, Leute, wie ich gerade in Santa Monica Pier, ein Geschäft kaufen in Los Angeles. Versuche der Beste in diesem Spiel zu sein und vergleiche dich mit anderen Spielern weltweit oder zum Beispiel in deiner eigenen Stadt, wer der Beste ist. Also, worauf wartest du noch? Lade dir Landlord Go jetzt gerne über den Link in der Beschreibung kostenlos herunter und sichere dir einen 1-Million-Dollar Cash-Bonus zum Startgeld. Von mir natürlich, Leute, für euch und ein spezielles Influencer-Pack für euch zugeschnitten. Werde erfolgreicher Investor, Leute, und spielt Landlord Go. So, und hier sind wir jetzt angekommen, Freunde. Hier gibt es nämlich einige Missionen, die wir abschließen können und deswegen würde ich sagen, wir gehen da mal hin, Leute, und schauen mal, was der Typ für uns so zum Bieten hat. Vielleicht gibt er uns einige Secrets und geheime Spots, wo wir vielleicht Exklusivfahrzeuge finden können. Ah, okay, hast du was Gutes für mich, Bro? Hast du irgendwas? Okay. So, get in the tow truck. So, ja, wir nehmen jetzt erstmal den anderen tow truck, Leute. Da steigen wir jetzt mal ein. Und wir müssen jetzt drive to the broken vehicle. Okay, es gibt ein kaputtes Fahrzeug. Das ist doch schon mal sehr, sehr nice. Vielleicht erfahren wir dann einfach mal, wo sich die anderen Fahrzeuge befinden. Okay, wir müssen dieses Fahrzeug jetzt erstmal anknüpfen. Ah, da ist jemand stehen geblieben. Okay, alles klar. Es ist hier also kein verschrottetes oder verrostetes Fahrzeug. Wir müssen das erstmal aufsammeln. So, okay, Bro, steig mal ins Auto ein. Ich hoffe mal, der hat irgendwelche Schrottfahrzeuge hier gesehen. Vielleicht sogar, Leute, ein Lamborghini oder ein Ferrari oder vielleicht irgendwas anderes. Oh mein Gott, warte, mir wird noch eine andere Mission. Begib dich zum liegen gebliebenen Auto. Okay, das können wir gleich machen, Leute. Vielleicht ist das schon unser erster großer Auftrag. Vielleicht haben wir ein echt gutes Fahrzeug damit. Komm, Franklin, beeil dich. Wir haben... Wie, der Job wurde ab... Welcher denn? Nein. Was? Driver, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Wir geben das Fahrzeug trotzdem ab. Vielleicht kriegen wir noch einen Lohn. Okay, Simeon, ich habe unser erstes Auto abgeholt. Ich hoffe mal, das wird gut sein. Okay. Und ich bin mal gespannt. Also das Fahrzeug ist jetzt kaputt. Simeon, was hältst du denn von dem Fahrzeug? Ist das ein gutes Auto? Ist ein kleiner Sportwagen? Bringen wir nicht so einen Schrott? Ey, Simeon, okay. Das ist ein Fahrzeug, das kannst du definitiv reparieren oder das kannst du verkaufen. Reparatur kostet mehr, als der Wagen wert ist. Ja, okay, Leute, dann würde ich sagen, komm, lassen wir den Wagen einfach hier. Wir machen uns mal auf
dem Weg, such mal vielleicht ein besseres Auto für Simon. Vielleicht kann er was Besseres finden. Alles klar, es gibt noch ein weiteres liegende gebliebenes Auto. Jetzt bin ich aber mal gespannt, Freunde. Vielleicht finden wir etwas. Okay, dafür haben wir 4 Minuten 30 Zeit. Ich hoffe, wir kriegen das in der Zeit übrigens hin, Leute. Wird nämlich nicht leicht werden. Okay, also meine Quellen besagen, dass sich hier, Leute, ein Schatz befinden soll. Also so ein wirklich gutes Fahrzeug. Bin mal gespannt, Leute. Wir schauen uns mal um. Also es sieht nicht aus, als würde da jetzt jemand wohnen. Aber man sieht dort wirklich schon einige verschrottete Fahrzeuge. Also ich glaube, da hinten ist... Oh mein Gott, warte. Ist das so ein... ist das sogar dieser Benz? Ich glaube, Leute, hier ist sogar ein AMG. Also so ein Benefaktor schlagen, Leute. Der liegt hier einfach rum. Der ist komplett zerstört. Ich glaube, den können wir auch nicht reparieren, Leute. Motor, Totalschaden. Absolut unbrauchbar. Das Fahrzeug können wir auch nicht gebrauchen. Warte mal kurz, Leute. Ich glaube, da hinten sehe ich ein Fahrzeug. Seht ihr das? Kann man das noch fahren? Franklin, schau dir das Auto mal genauer an. Was ist das für ein Wagen, Leute? Ich glaube, es ist so krass deformiert, dass ich einfach nicht erkennen kann, was für ein Auto das ist. Okay, alles klar. Wir nehmen das mal mit. Vielleicht ist es ein teures Auto. Schreibt natürlich in die Kommentare rein, was glaubt ihr, ist es für ein Auto? Also so wie das zerschrottet ist, ich weiß nicht. Ist das ein Cheater? Boah, das Ding sieht sehr... Oh, okay, können wir das Ding mitnehmen? Oh nein, es brennt. Nein. Oh mein Gott, schnell. Bevor es explodiert, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir müssen uns beeilen, Leute. Der Wagen steht in Flammen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Wahl ist. Aber hoffentlich explodiert das Fahrzeug nicht. Bitte. Oh, das Feuer ist ausgegangen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, nein, 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 Leute. Oh, das ist so ein Schrottfahrzeug. Aber ey, es ist ein Cheater, Leute. Es ist doch ein Cheater. Ich wusste es. Aber es ist was wert, Leute. Es ist auf jeden Fall was wert, wenn man es reparieren kann. Würde ich sagen, kann man da schon einiges an Geld machen. So, hier Auto Repairs. Simeon, Lamar, ich bin wieder da. Ah, das eine Auto habt ihr schon weggeworfen. Okay. Würde ich sagen, du kannst dieses Fahrzeug nicht modifizieren. Ich weiß, das. So, das will ich auch nicht modifizieren. Ich will den Cheater einfach nur reparieren. So, und Freunde, das Fahrzeug ist repariert. Wir haben hier den Cheater und der sieht wirklich jetzt wie neu aus. Es ist fast ein Neuwagen. Und ich glaube, Simeon wird damit auf jeden Fall zufrieden sein. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Okay, wir haben noch ein weiteres Fahrzeug, das jetzt irgendwo liegen geblieben ist, Leute. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen jetzt. So, Freunde, wir befinden uns jetzt aktuell beim Flugzeugfriedhof und dieser Ort ist wirklich bekannt dafür, dass es hier auch wirklich teure Fahrzeuge gibt, die einfach verschrottet und verrostet wurden. Und da würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir etwas Interessantes finden können. Oh man, Leute, es sind hier wirklich richtig viele verschrottete Fahrzeuge, wovon man bei den meisten gar nicht mal erkennen kann, was es überhaupt sein soll. Also ich glaube, das hier gehört zu einem Auto. Ist das, was ist das? Ist das ein Kolben oder so? Vielleicht ist es der Antriebsstrang. Ich weiß es jedenfalls nicht. So, dann haben wir hier noch ein paar Fahrzeuge. Oh mein Gott, was könnte das für ein Wagen sein, Leute? Ich glaube, der ist auch nichts wert. Die meisten der Fahrzeuge, die hier rumliegen, ich glaube, die sind wirklich teurer zu reparieren, als sie eigentlich wert sind. Deswegen werden sie auch für immer hier liegen bleiben. Dann haben wir sogar noch einen LKW rumliegen. Ah, so ein Boot, Freunde. Okay, ein Boot liegt hier. Das könnte auch was wert sein. Natürlich auch die Flugzeuge, die hier auseinandergebaut worden sind. Aber ich brauche irgendwas Interessantes. Ich brauche irgendwas, was ich Simon gut verkaufen kann. Hm, mal schauen. Finden wir hier was? Ich sehe bisher noch nichts. Hm, okay. So, was liegt hier? Hier liegt auch nichts. Moment mal kurz. What? Freunde, das ist ein... Es ist ein zerstörter Formel-1-Wagen. Oh mein Gott. Okay, das muss ein neuer Formel-1-Wagen sein. Alter, das Ding ist komplett vergraut, verkohlt. Aber immerhin, vielleicht kann man es reparieren lassen. Wenn Formel-1-Wagen zu reparieren ist, ich glaube, das kann man für richtig viel Geld verkaufen. Also dann, Franklin, versuchen wir das Ding erstmal rauszuholen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber lass uns mal versuchen, dieses Fahrzeug zu retten. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen den Wagen erstmal raus. Oh nein, jetzt haben wir den Heckflügel abgetrennt. Komm schon. Können wir den irgendwie verbinden? Vielleicht können wir den irgendwie drehen. Na komm, probier's. Oh, es tut so weh, Leute. Oh, die Reifen, die Armreifen auch von dem Wagen. So. Einmal wenden. Ja. Ja. Nein. Oh, jetzt ist der Frontflügel auch noch abgeflogen, Leute. Oh mein Gott. Ich glaube, ich mache das Ding jetzt komplett kaputt. Aber ich glaube, das hat einen Grund, warum das hier auf dem Friedhof war. Ich glaube, das Spiel lässt mich nicht den Wagen anhängen. Nein, bitte nicht, ey. Der wäre so viel wert gewesen, Leute. Oh Mann, okay. Dann wisst ihr was, Leute. Wir müssen weiter auf die Suche gehen. Wir können das Teil leider nicht verwenden. Schade. Wirklich, wirklich schade. Oh Mann, Leute. Wir hätten wirklich ein gutes Fahrzeug gehabt, aber vielleicht haben wir beim nächsten Mal Glück. Also, mein nächster Informant meinte, dass es hier irgendwo unter den Brücken bestimmte Fahrzeuge gibt. Und da sollte ich mal mein Glück versuchen. Vielleicht finden wir dann als nächstes ein gutes Auto. Leider war der Formel-1-Wagen halt wirklich so kaputt, dass man den auch nicht mal mehr an den Fahrzeuganhänger anhängen konnte. Und deswegen konnte ich den auch nicht mitnehmen, Leute. Wir hätten ihn vielleicht reparieren können. Ah, warte, ich sehe da hinten neue Fahrzeuge. Okay, Leute, da hinten sind noch mal ein paar Schrottfahrzeuge. Das heißt, wir sind jetzt an dem Ort angekommen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal um. Vielleicht finden wir hier irgendein gutes Auto.
Auto. Weil ich weiß noch nicht, ob Simeon wirklich zufrieden ist mit der Ausbeute, die wir haben. Also, wir haben hier einmal ein Fahrzeug, das in... Hä? Okay, keine Ahnung, wie das Ding da drauf kommt, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall nichts mehr wert. Dann haben wir hier ein paar Schrottfahrzeuge, da ein paar Schrottfahrzeuge. Hier ist noch ein Fahrzeug. Ich weiß halt wirklich nicht, was für Fahrzeuge das sind, aber ich glaube, das sind so richtige Autos, die an sich nur 2000 Dollar kosten. Dann haben wir hier noch ein Fahrzeug. Da ist ein Van. Okay. Und hier haben wir so noch ein verschrottetes Fahrzeug, aber... Das sieht ein bisschen familiär aus, ne? Warte mal kurz, die Scheinwerfer kommen mir doch irgendwie bekannt vor, Leute. Kommt mir das so vor, da sieht das aus wie ein Lamborghini. Warum? Erstmal müssen wir einen Check machen. Ist es wirklich ein Lamborghini? Aventador? Ist es wirklich ein Lamborghini? Da steht Aventador drauf. Was macht denn hier ein Aventador, Leute? Oh mein Gott, Freunde. Wir haben einfach einen Lamborghini in GTA gefunden. Okay, aber der ist komplett Schrott, Freunde. Der ist komplett Schrott. Der hat nicht mal Reifen dran. Die Bremsklötze sind immer noch da. Oh mein Gott, die Reparaturkasten. Das wird sehr viel kosten, glaube ich. Vielleicht kriegen wir einen Bonus. Vielleicht kriegen wir ja, Leute, einen Bonus. Boah, aber das ist wirklich ein nicer Wagen, Leute. Oh mein Gott. So, den müssen wir mitnehmen, Leute. Den müssen wir mitnehmen. Boah, der ist komplett verrostet auch. Ist mir egal, Leute. Wir werden den reparieren und wir bringen den mal mit. Let's go, Leute. Jetzt ist aber das Problem, wie sollen wir den kriegen? Weil, wird nicht so leicht werden, Leute. Wird nicht so leicht werden. Aber ey, wir haben Lamborghini gefunden. Wir haben zwar einen Formel 1-Wagen gesehen. Ist egal, Leute. Ein Lamborghini, Alter. Das ist schon mal wirklich was Krasses. Nur wer würde seinen Lamborghini einfach hier verwahrlost rumliegen lassen? Ist er angehangen? Oh, ich glaube, der ist... Oh ja, ist am Anhänger dran. Na komm, gib Gas. Yo, Leute, wir haben den Lamborghini am Haken. Yes. Oh mein Gott, Leute. Nein, 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 nein. Ganz vorsichtig, Freunde. Wir bringen ihn zu Los Santos Customs. Das Ding ist absolut eine Schrottkiste. Da ist wirklich nichts mehr dran. Keine Reifen, gar nichts. Obwohl, nein, 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 Leute. Ich habe eine andere Idee. Wenn wir den zu Simeon geben würden, dann müssten wir den dort ja abgeben, ne? Simeon hat ja bereits zwei Autos bekommen. Das eine ist ein Schrottwagen, das andere ist ein gutes Auto. Lass uns mal das Fahrzeug für uns behalten. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir fahren nicht zum Los Santos Customs, wo Simeon ist, sondern wir fahren den jetzt zu Los Santos Customs in Los Santos. Wir werden das Fahrzeug reparieren. Ich weiß nicht, wie teuer die Reparaturkosten sind. Wahrscheinlich mehrere hunderttausend, aber Leute, dieses Auto kostet alleine schon so in der Konfiguration mindestens 300.000, glaube ich. Ich meine, es ist ja kein Huracan, es ist ein Aventador, Freunde. Das Ding ist unglaublich. Und das Fahrzeug würde Franklin gerne in seiner eigenen Garage stehen haben. Deswegen, wir bringen das Ding mal mit und es ist eine lange Fahrt. Ich hoffe mal nicht, dass das Ding kaputt geht. Oh mein Gott, die Felgen, Leute, ist egal. Das geht alles aufs Geld, aber wir müssen das Ding schnell zu Los Santos Customs fahren. Okay, wir sind gleich angekommen, Leute. Ich bin so gespannt, wie der wirklich jetzt aussehen wird. Noch eine Straße, dann sind wir da, Leute. Nicht mehr weite Fahrt. Los Santos Customs. Oder auch ATU gemeint. In der Deutschland-Mod. Ganz sanft und behutsam. Dieses Ding ist wirklich wertvoll. Auch wenn es komplett kaputt ist. Sanft und behutsam. Und wegfahren. So, müssen wir nur noch einsteigen. Dieses Fahrzeug reparieren. Die Leute bei Los Santos Customs haben uns an dem Fahrzeug jetzt noch ein paar Felgen dran gemacht. Weil ohne Felgen können wir das Ding leider nicht reinrollen. Und ich glaube, ich weiß nicht, funktioniert der Motor in dem Teil? Wir probieren es mal aus, Leute. Also, steig mal ein, Franklin. Und wir testen mal. Oh mein Gott, Alter. Oh, es ist so ein Schritt. Oh. Wow. Funktioniert. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Es kratzt. Mein Herz, Leute. Und komm, einfach hier reinbringen. Und dann reparieren wir das Teil, Leute. Oh. Lamborghini Aventador LP704. Oh mein Gott. Oh, sieht so kaputt aus. 563 Dollar Fahrzeugkosten. Dieses Auto. Entschuldige, Mister, der Typ da hinten. Ja, genau dich meine ich. Das ist ein Auto, das kostet mehrere hunderttausend. Es ist fast total Schaden, ja? Das Einzige, was noch funktioniert, ist der Motor und die Lichter. Und der will mir ernsthaft sagen, dass man dieses Fahrzeug für 663 Dollar komplett repariert? Ist das jetzt ein Joke oder ist das ein... Das ist wie Sechser im Lotto. Okay, wir drücken mal drauf, Leute. Was wird passieren? Let's go! Wow! Okay, das sieht jetzt schon nice aus, Leute. Aber ihr seht's noch, wir haben immer noch den Rost auf dem Lack. Der Lack ist immer noch verrostet, aber yo, die Reifen, Leute, brandneue Pirelli-Reifen. Alles ausgewechselt, Fensterscheiben, Lichter wurden angepasst. Leute, wir tunen den Wagen jetzt auf, der wird richtig geil aussehen gleich. Oh mein Gott. Panzerung packen wir drauf, Bremsen, Stoßstangen. Oh mein Gott, wir können die Stoßstange anpassen. Aber ich will noch die Lackierung ändern. Ah, okay, Leute, seht ihr das gerade? Wir können ja uns zwischen drei auswählen. Ich denke, wir nehmen einfach mal das hier. Oh, Leute, wir haben jetzt Orange-Matt-Lackierung draufgepackt. Sieht das heftig aus. Fahrgestell packen wir mal drauf. Ja, das macht auch schon was her. Motor-Upgrade.
Let's go. Alles draufpacken. Alles draufpacken. Motorhaube, Hupenraum, wenn nicht. Scheinwerfer optimieren wir noch. Neon-Kits packen wir drauf. Nummernschild in schwarz. Lackierung haben wir gerade geändert. Die Seitenschweller können wir verändern. Wir können noch einen Spoiler maschinell drauf machen. Oh, Junge, der hat schon irgendwas. Getriebe voll aufdrehen. Turbo-Tuning. Felgen lassen wir so. Fenster dunkel tönen. Und Leute, das hier ist der neue Lamborghini Aventador, den wir jetzt auf der Straße einfach gefunden haben in Los Santos. Und den haben wir jetzt verbessert. So, dann würde ich sagen, wir geben jetzt mal ganz kurz Gas, Leute, und schauen mal, was das Ding drauf... Wow! Oh mein Gott! Wow! Wow! Wow, Leute, der geht ab! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich glaube, ich muss mal Tacho anmachen, damit wir gucken, wie schnell der wirklich fährt. Okay, unten rechts seht ihr, Leute, die km/h-Anzeige. Ich würde sagen, wir geben jetzt mal ein bisschen Gas mit der Kiste. Oh mein Gott! Oh mein Gott, der geht ab! Oh! Yo! Yo, yo, und jetzt Fullgas, Kollege. Fullgas, Franklin. Yo, der geht übelst ab. Oh mein. Was war das gerade? Boah, Alter, das Ding. Boah. Junge, dieser Wagen ist so unfassbar schnell. Oh mein Gott, Leute. Aber der driftet extrem. Ich glaube, der hat so viel Drehmoment. Der bringt das gar nicht auf die Straße. Okay. Dann fahren wir jetzt nach Hause, Franklin. Du fährst jetzt nach Hause mit dieser Kiste. Ist das Ding geil, ne? Einfach ein Lambo gezogen, Freunde. So, sanft und behutsam, Franklin. Den Wagen stellen wir uns jetzt in die Garage. Wir haben nicht gar kein Auto in der Garage drin gehabt. Puh, oh mein Gott. Der sieht krass aus. So. Okay, Leute, damit würde ich sagen, beenden wir auf jeden Fall das Video. Wir haben einfach einen Lamborghini auf der Straße gefunden, komplett verschrottet, haben ihn repariert und für uns behalten. Den geben wir nicht an Simeon, Leute. Das ist jetzt unser neuer Wagen. Und mal gucken, wie lange wir den behalten, bis Simeon das herausfindet, dass wir einen Lamborghini haben. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht, ein Like dazu lassen. Lasst gerne kostenlos ein Abo da. Folgt mir unbedingt, Leute, auf Twitch. Wir haben gestern die Zombie-Mod gestreamt. War übelst geil, Leute. Ihr habt was verpasst. Auf jeden Fall checkt Twitch nochmal ab. Es wird Teil 2 geben dazu. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Eigentlich zockt es raus. Haut rein, Freunde. Und ciao.